Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier ein schönes, klassisches 10 Booster Unboxing auf meinem Kanal. Der neuen FIFA 365 2019er A3 XL Serie von Panini. 10 Booster sind am Start, Leute. Ich sortiere jetzt hier nicht nach Booster Design, sondern ich öffne einfach, Leute, und ich bin heiß. Und deswegen schnacke ich nicht so lange rum und beginne direkt hier mit dem ersten. Let's go. Mal gucken, was wir so ziehen. Vielleicht kriegen wir eine Legend-Karte, vielleicht kriegen wir eine Rare-Karte, eine Top-Master-Karte oder keine Ahnung was, Leute. Ich habe ja noch nicht so viele Karten von der neuen FIFA 365 geöffnet. Auf jeden Fall verlinke ich euch. Oder geht einfach auf meinen Kanal oder vielleicht... Doch, ich verlinke euch mal die FIFA 365 2019er Playlist, Leute. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, um alle Videos der FIFA 365 2019er Serie auf meinem Kanal zu sehen und zu finden. Ganz klar. Einfach verlinkt in der Playlist. Da findet ihr, wie gesagt, alle Videos, die ich zu dieser neuen Serie gemacht habe. Borja Vallejo von Inter Mailand als erste Basekarte. Die Basekarten legen wir mal da oben hin. Und es glitzert schon, Leute. Ich sehe es. Oh yeah. So, wir haben hier Soares von Porto. Dann haben wir Shinji Kagawa vom BVB. Und wir haben Thomas Müller. Der reflektiert hier jetzt richtig stark, weil es hier so eine Fans-Favorite-Karte ist. Thomas Müller vom FC Bayern München. Richtig nice. Unsere erste Power-Karte hatte ich bis dato auch noch nicht gezogen. Daniel Caligiuri von Schalke und Marcelo Brozovic ebenfalls von Inter. Das war das erste Pack. Und ich habe da mal gleich direkt wieder was Geiles gesehen. Oh shit, Leute. Ihr habt es eh schon gesehen, Leute. Deswegen drehe ich hier mal alles um. Wir haben ihn hier Umtiti. 86 Defense hat er stark. Hier, Simi Frisalko als World Cup Hero von Kroatien. Also die Heroes gefallen mir sehr gut. Bloß, wie gesagt, einziger Minuspunkt, muss man da sagen. Ich hätte es besser gefunden, wenn es von jeder Nation oder von 16 Nationen, von allen Nationen, die eine Runde weitergekommen sind, also die im Achtelfinale standen bei der WM, dass es davon wenigstens eine Hero-Karte gibt. Ich sehe es ja ein, dass es von Kroatien, dass es von allen Finalisten und vielleicht Halbfinalisten zwei Karten gibt, aber es wäre geil, wenn es von jedem, klar, Deutschland hätte dann keine Hero-Karte, aber sie hätten auch keine Hero-Karte verdient, obwohl vielleicht ein Toni Kroos. Solche Karten wären auch geil, ne? Karten von Ingame-Spielaufnahmen. Wisst ihr? Also so eine schöne Toni Kroos Freistoßkarte gegen Schweden. Wie geil wäre diese Karte? Auch wenn man damit negative Erinnerungen hat, weil Deutschland trotzdem rausgeflogen ist. Aber trotzdem wäre diese Karte geil, oder? Schreibt es mal unten in die Kommentare. So, dann haben wir noch die Logos und die Logos sind dieses Jahr extremst geil, Leute. Sind wirklich extremst, extremst geil. So Die-Cut hier abgeschnitten unten. Also muss man schon sagen, großes Lob an Panini, definitiv, definitiv. José Sá von Porto, Torres von Porto und Federico Bernardeschi von der alten Dame von Juventus Turin. So, weiter geht's. Das ist eine Basekarte, hier ist die erste Basekarte. Die ist weggeflogen hier, Mauro Junior von Eindhoven. Dann haben wir Sammy Khedira von Juventus Turin. Von Gremio haben wir dreimal Südamerika Meister, Gremio. Also Gremio ist ein Verein in Brasilien. Nicht, also ist jetzt kein Spieler. Haben wir Joshua Kimmich, Gagliardini und Benjamin Stamboli von Schalke. So. Zack, 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 zack. Schalke 04, Nabil Bentaleb, man hätte eher Hertha mit in die Serie nehmen müssen, liebes Panini-Team hier. FC Schalke 02, Kappa, Carlos Tevez, richtig geil, Leute, habe ich damals mega gefeiert. Carlos Tevez hat ja lange Zeit auch beim Menu gespielt, Fans-Favorite, zack, zack. Dann haben wir Jan Oblak als Goalstopper, die Goalstopper-Karten, nice, gefallen mir richtig gut. Aber noch besser wäre eine Top-Master-Karte oder eine Legend-Rare-Karte. Usman Dembele, Benedetto und Yassin Brahimi von Porto. So, dann haben wir Gudmundsson von Eindhoven. André Schöle noch beim BVB. Franck Ribéry, der nächste Bayern-Star hier als Fans-Favorite. Oh, eine Dreierkarte hier. Mittelfeld Engine. Pjanic, Matuidi, Khedira von Juventus Turin.
Und ich bin gespannt, Leute, wann ich Ronaldo ziehe. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werde ich auch auf eine Suche gehen nach Ronaldo oder Messi oder nach einer Top-Masterkarte oder irgendwie sowas. Thilo Kehrer und Thomas Vermaelen. So, dieses Mal packe ich die Powerkarte mal nach hinten. Ich will die Powerkarte nicht immer gleich sehen am Anfang. Mattson, Oliveira, John Stones, Kaylor Navas, Christian Pulisic und Salif Sané von Schalke 04 als Impact Signing. Ich glaube, diese Karte gibt es auch von Ronaldo, ne? Habe ich aber leider noch nicht gezogen. Ich habe noch 4 Päckchen, um Ronaldo zu bekommen oder um eine Rare-Karte zu bekommen. Oh, wieder 2 Powerkarten. Sehe ich das richtig? Maximilian Philipp, José Callejón, Neymar Junior. Richtig geil, Leute. Auch die Karte extrem geil von Neymar, muss ich mal sagen hier. Dann haben wir Gonzalo Maroni, Axel Witzel, der neue Dortmund-Star mit seiner Hecke auf dem Kopf, World Cup Hero aus Belgien und dann noch eine Fans-Favorite-Karte von Christian Pavon von Boca Juniors. Also ordentlich Powerkarten wieder am Start hier. Ja, das Logo habt ihr eh schon gesehen, deswegen hole ich das Logo nach vorne. Das ist das Logo von Inter Mailand, Leute. Und die Logos, immer wenn ich ein Logo sehe, muss ich mir das ja, gefühlt 10 Sekunden angucken, weil die einfach geil sind, Leute. Und auch hier noch so, es ist nicht einfach nur Gold gedruckt, sondern auch die Schraffierung und hier so an der Seite. Ihr seht es ja in der Kamera, Leute. Ihr seht es ja an der Kamera. Toni Kroos, Suarez, dann haben wir einen Bocetti und einen Mario Götze. Und die Powerkarte ist die Invincible. Die Invincible, Leute. Wir ziehen einfach die Invincible. Ronaldo, Griezmann, Ramos und De Bruyne sind da drauf. Invincible 101, 101, 101. WTF, Leute. Muss man ja direkt ein Thumbnail machen hier, oder? Thumbnail ist da. Machen wir es so? Ja, komm, Leute. Wir machen so das Thumbnail. Wie heftig ist das, bitteschön? Oder ich mache das so. Ich weiß es noch nicht. Geil. Also ich bin gerade geflasht, Leute, ich bin gerade geflasht, wie, was für eine geile Karte das ist, ohne Witz, ne? Aber ich muss ja sogar noch sagen, die Invincible gefällt mir jetzt nicht so gut wie die Top-Master-Karte. Ich habe ja gestern, glaube ich, war das Video, oder wann kam das Video, ich weiß es nicht genau, habe ich Messi gezogen als Top-Master-Karte, als Rare-Karte, also könnt ihr auch euch nochmal gerne gönnen. Ich fand die Karte noch geiler, muss ich sagen. Oder schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, wir machen weiter mit diesen Spielerchen hier. Kannemann, Wilmar Barrios, Skriniar, Javi Martinez, Jesse Lingard als World Cup Hero. Okay. Okay, und German Star Kevin Trapp. Also Panini, ich weiß nicht, wer bei euch jetzt die Spieler auswählt für die Spielerkategorien, aber ja, wir öffnen mal das letzte Pack, ne? Wir öffnen mal das letzte Pack. So, mal schauen, was wir hier noch so drin haben. Wieder 2 Powerkarten. Ich drehe die mal so um. Zack, 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 zack. Wir haben hier Federico Bernardeschi, den habe ich gefühlt schon zum 5. Mal gezogen. Ankre Correa, Otschipka, Alaba. Zuerst die Powerkarte, das ist Marc Uth als Impact Signing. Und das ist keine Powerkarte mehr, sondern eine Basekarte von Gareth Bale, der ja jetzt ohne Ronaldo bei Real Madrid so richtig loslegt. Gareth Bale gefällt mir auch richtig gut, also muss man sagen, er ist schon immer ein Topstar gewesen. Und jetzt ohne Ronaldo rückt er auch mehr in den Vordergrund bei Real Madrid, muss ich sagen. Ist ja auch klar, ne? Wenn Ronaldo nicht mehr da spielt, Ronaldo ist immer Ronaldo, Leute. Ronaldo ist halt Ronaldo. Und das war es hier mit dem heutigen Unboxing, Leute. Also nochmal diese Karte. Geil. Einfach nur geil. Invincible. 101, 101, 101. Invincible. Invincible. Leute, ich bedanke mich jetzt hier auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing wieder, beim nächsten Video, beim nächsten Orakel, beim nächsten alles mögliche, Leute. Ihr bekommt ja hier zahlreich Content auf meinem Kanal, deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi.